Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute wieder mit einem Thermomix Quickie, denn auch hier bin ich wieder angesprochen worden. Macht euch keine Sorgen um euren Thermomix, wenn der überkocht. Ja, es ist tatsächlich so. Der Thermomix ist einfach eine ganz durchdachte Sache. Und was passiert, wenn euer Thermomix überkocht oder ihr zu nass sauber macht, dass ihr es einfach zu gut meint, wenn ihr euren Thermomix schrubbt? All das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Also, euer Mixtopf sitzt hier im Thermomix. So, das heißt, wenn ihr hier sauber macht und meint es mal zu gut oder ihr habt euren Mixtopf überfüllt, ihr wisst, hier gibt es ja eine Markierung, die ihr bitte beachten solltet, insbesondere oder gerade, wenn ihr kocht. Das heißt, wenn euer Lebensmittel, euer Wasser, was auch immer, nochmal in Wallung gerät, dann haltet euch bitte an diese Linie, das ist der erste Tipp, weil dann passiert es gar nicht. Nichtsdestotrotz kann im Alltag es doch mal passieren, dass man es einfach zu gut meint und euer Thermomix kocht über mit whatever. So, jetzt wäre ja folgende Situation der Worst Case. Das heißt, hier läuft Wasser rein, Soße, Suppe, läuft in euren Thermomix und zerstört eure Elektrik. Das wäre tatsächlich so, wenn der Thermomix nicht so schlau durchdacht wäre. In eurem Thermomix gibt es nämlich als allererstes den Schutz, dass eure Kontakte zu der eigentlichen Elektrik im Thermomix geschützt sind. Hier findet ihr diesen Abdeckstutzen, wo die Pins eures Mixtopfes praktisch reinkommen. Das sind die Kontakte, damit der Thermomix da auch die Befehle weitergeben kann, die ihr über das Display angebt. Genau. Dann haben wir da noch diese kleine Blume, da sitzt der Antrieb des Messers drin. Und hier ganz hinten, da seht ihr ein Loch. Dieses Loch ist euer Abfluss. Der verhindert, dass euer Wasser oder egal was halt überkocht, euer übergekochtes in den Thermomix läuft. Das heißt, das ist der Abfluss, da läuft euer Wasser ab. Okay, natürlich muss es irgendwo hin. Das läuft natürlich raus. Ich zeige euch das gleich mal, wo das rauskommt. Da haben wir nämlich hier. Hier kommt das Ganze wieder raus. Ja, ihr habt ein bisschen Sauerei auf eurer Arbeitsplatte. Das ist so. Ihr habt auch Sauerei auf eurem Herd, wenn ein Topf überkocht. Aber das ist natürlich überhaupt nicht schlimm. Dann nehmt den Lappen und wischt es weg. Aber eurem Thermomix ist nichts passiert. Weder der Elektrik noch sonst was. Ihr wischt hier einfach nur kurz durch, wischt eure Arbeitsplatte wieder ab und das war's. Das heißt, es kann überhaupt nichts passieren, wenn euer Thermomix mal überkochen sollte. Ihr müsst euch also überhaupt keine Sorgen machen. Das ist ja auch wirklich, ich meine, wir haben ja vorher noch diesen Kranz hier. Das heißt, wenn der anfängt überzuschäumen, das hat man manchmal in manchen Gerichten, dann ist es oft so, dass dieser Kranz das schon abhält. Aber wie gesagt, wenn es mal passiert und ihr wirklich richtig Feuer gebt und zu viel in eurem Topf habt und es sollte überlaufen, macht euch keine Sorgen, wirklich. Das ist gut durchdacht, nehmt einen Lappen, wischt die Sauerei weg und schon ist alles wieder gut. Und das nächste Mal passt ihr auf diesen Tada. Strich auf und überfüllt den Thermomix nicht. Ich hoffe, dieser Tipp hat euch weitergeholfen in eurem Alltag und freue mich auf eure Kommentare. Ist es euch schon mal passiert, dass euer Thermomix übergelaufen ist? Ja, habt ihr euch vielleicht auch Sorgen gemacht? Ich freue mich immer von euch zu lesen, freue mich über jeden einzelnen Kommentar und bis wir uns ganz bald in echt oder hier auf diesem Kanal wiedersehen, wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und bleibt mir alle schön gesund. Ciao, eure Daniela.